Grüß Gott zu einer neuen Minutenpredigt. Heute hören wir im Evangelium von Martha, Maria und ihrem Bruder Lazarus, der an einer Krankheit gestorben ist und ins Grab gelegt wurde. Jesus kommt 4 Tage zu spät, so denken es die Frauen, und sie wollen eigentlich gar nicht mehr darüber reden. Das Grab ist zu, der Leichnam weg. Jetzt können sie nur noch auf die Auferstehung am letzten Tag hoffen. Das ist das, was die Frauen, die durchaus theologisch gebildet sind, Jesus dann auch als ihre Glaubensaussage weitergeben. Könnte man sagen, prima, man glaubt an die Auferstehung, das ist alles in Ordnung. Aber eigentlich hat das Evangelium noch einen anderen, tieferen Bedeutungsinhalt. Denn es geht ja darum, dass wir alle irgendwo unsere Leichen im Keller haben. Leichen im Keller zu haben bedeutet, Dinge zu haben, über die man nicht reden möchte, die man bedeckt lassen wird. Da ist man froh, wenn man gar nicht mehr drüber redet, wenn das vorbei ist. Irgendwann kommt es vielleicht mal auf, aber das sind dann die letzten Tage, da soll es mich dann gar nicht mehr jucken. Und wenn es der Heiland weiß, dann ist es dann auch egal. Jesus holt die Leichen aus dem Keller. Er holt die Leichen aus dem Grab. Er ruft Lazarus ins Leben zurück. Das ist nicht immer ein Geschehen, das angenehm ist. Er selber musste darüber weinen, dass sein Freund gestorben war. Aber es ist etwas, was hilft, das Leben wieder neu beginnen zu können, das Leben neu führen zu können. Das ist eine, gerade in der Fastenzeit, ganz interessante Herausforderung für jeden von uns Christen. Zu schauen, wo sind denn unsere Leichen im Keller? Wo sind denn solche Dinge und solche Begebenheiten, wo wir geradezu einen Grabstein davor stellen, wo wir gar nicht mehr drüber reden möchten? Und wo kann eigentlich dieses Öffnen des Grabes, das Hineinnehmen wieder in das Leben, uns helfen, auch eine neue Positionierung für unser ganzes Dasein zu bekommen? Das ist für jeden Menschen unterschiedlich, für mich ganz anders, wie gegebenenfalls für Sie. Und dennoch haben wir sie, diese Leichen im Keller. Bitten wir Gott, bitten wir Christus, dass er sie rausrufe und ans Tageslicht bringe. Dann können wir alle besser leben.